Und nochmal, galaktischer Kern, Galactic Core, here we go. So. Emergency alert, hyperdrive malfunction. The quantum waveform is collapsing. Safety interrupt engaged. Prepare for immediate return to normal space. Was war los? Dropping out of hyperspace. All systems online. So, Team Dry. Hier ist doch bestimmt irgendwo. Fighters and Corvettes will be unable to move. Was Digges? Seek out the source of this field and destroy it. Ihr macht erstmal eben das hier alle hinüber. Und Team 3, ihr schnappt euch das Gerät da. Team 4. Ich würde schon mal sagen, ihr könnt einen Tanken weiter vorwärts. Ah, nee, hier will gleich nicht mehr. Fliegt einfach direkt zu den Ressourcen und sammelt alles, was geht. Na, ich sehe es schon. Ihr habt auch eure Gravitationsgeneratoren am Start. Das hat mich gerade aus dem Hyperraum gekickt. Bisschen scheiße von euch. Mal ganz ehrlich. Ah, falsche Gruppe! Nee, doch nicht. Oh, mach's gut. Jetzt habt ihr gewartet, bis der explodiert, damit ihr andocken könnt, oder was? Oh, Leute. Ein bisschen in Richtung Inkompetenz, kann man so sagen. So, Group 2, fertig. So, da ist noch so einer so hinüber. Der berät ihn mal nebenbei. Group 1, wir gehen mal nach da vorne. Ich hoffe mal, dass wir nicht großartig angegriffen werden. Vario Corvetten. Yes, da will ich auch noch mehr von haben. Corvetten. Repairs initiated. Construction underway. 2, wie viele nehmen wir denn noch dazu? Construction underway. Boah, das dürfte ein gutes Maß sein. So, ein paar Attack Bomber. Und nochmal ordentlich aufstocken. Je nachdem, was da kommt, werde ich gut vorbereitet sein. So, hier geht nix. Ist alles full. Ich könnte noch mehr Resource-Sammler aufbauen, aber bin eigentlich echt gut aufgestellt, was es geht. Also mit den Ressourcen über 30.000. Ich meine, klar, 10. Zerstörer bauen und das war's dann auch schon wieder mit den Ressourcen, aber ich glaube, so weit kommt er nicht. Wir können nebenbei gechillt alles da abernten. Sieht da wohl nach einer ganzen Menge da aus, wenn ich mir das angucke. Die ganzen Klotze hier. Beautiful. Überall. Also eine ressourcenreiche Region auf jeden Fall. Oh, das heißt bestimmt, dass der Gegner stark aufgestellt ist. Ach, bleibt zu hoffen, dass ich mich irre, aber wahrscheinlich wird das irgendwas Schlimmes. Aufgabenziele. Die Flotte schützen. Läuft. Die Flotte wird sogar nicht nur unterstützt, sondern auch verstärkt. Leute. Gruppe 4, Gruppe 3. Attack Bomber complete. Multigun Corvette complete. Ich geh doch mal darüber. Forschungsschiff, wir brauchen echt kein weiteres. Es geht ausreichend schnell mit dem Forschungsschiff tatsächlich. Mit der Forschung. Mit dem einen Forschungsschiff. Wirklich mehr als das ist gar nicht nötig. Das ist eine gute Eroberung, das Teil. Bin ich echt ein bisschen stolz drauf, dass ich mir den gekrallt habe. Genauso wie ihn hier. Schwere Kreuzer sind echt Bombe. Was steckt da wohl genau drin? Vorne die Ionengeräte. Hier, das müsste ein Turm sein. Und da auch. Und das an der Seite auch. Jetzt, das ist jetzt schwer zu sagen. So, Group 3, standing by. 4, Group 2. Ready. Hey, ja. Multigun Corvette complete. So, du wirst zu Team 1 hinzuaddiert. So, jetzt habe ich ja eigentlich ordentlich verteidigt. Theoretisch, prinzipiell. Group 2 braucht wieder 9. Attack Bomber complete. Genau. Ach, nein, keine Reparaturkorvette, sondern Bergungskorvette. So. Sollen wir das wirklich vor sich hinbauen? Multigun Corvette complete. Meine kleinen Sammler, so. Da hier gibt's doch eigentlich einen Überblick. Wir wissen, wie viel das insgesamt ist. Research Division reports it is now equipped for cloaked fighter technology. Ja, Mann. Advise commencing research immediately. Stealth Fighter, geil. New research available. Da muss ich doch nochmal eben hier. Ach gut, ich bleib bei den Abfangjägern. Ich glaube, dass ich eine ganze Menge bauen kann.
so ausgeglichene Art und Weise. Interceptor complete. So, was haben wir denn? Interceptor complete. Confirmed. Ihr geht auch einfach da ein. Alles, was hier so wie eine Attack Unit irgendwie wirkt, geht dahin. Defensive perimeter set. Genau, schön verteidigen. Begleitfregatte. Ionengeschützfregatte. Interceptor complete. Interceptor complete. Reporting. Interceptor complete. Ich glaube, hier geht man nur bis da. Was haben wir da? Ein Trägerschiff. Interceptor complete. Schwere Korvetten, die Ionengeschützfregatten. Interceptor complete. Das sieht jetzt interessant. Was sagt die Forschung? Ja, 50-50 gleich. Local resources exhausted. Und geht aber doch sehr langsam voran, gerade die dicke Forschung. Acknowledged. Yes, können wir Team 3 wieder neu erfrischen. Group 2 reporting. Group 2. Ein bisschen zurückbleiben, besser ist das. On our way. So, mach ich gleich einfach einen Attack-Move da rein. Ich meine, ich bin im Prinzip für alles ausgestattet. Gravitationsfeldgenerator. Wo genau wollt ihr denn jetzt hin? Dreht jetzt einfach nur hier so eine Poser-Runde. Sucht ihn als Theoriengürtel. Acknowledged. So, Capital Phalanx. Move mal euch so ein bisschen in die Richtung. Ob war ich jetzt ein Bomber oder sowas? Er fliegt da echt nur im Kreis, ne? Sag ich dir mal, wie man ein bisschen geradeaus fliegen kann. Einfach nur im Kreis rumeiern, das ist aber auch ein bisschen. New fighters available for construction. There's nothing left out here. Tarnkappenjäger gegen Jäger und Korvetten. Ist halt auch richtig geil, ne? So viel bauen, wie es nur irgendwie geht. Können wir in großen Schritten bauen, ne? Versuchen wir mal, ob wir 30 Stück davon bauen können. Ich euch mal, ob wir das Coolste, was sie sich hier gerade haben, einfallen lassen. Cloaked fighter complete. Strike group moving into position. Entering hyperspace inhibitor field. Cloaked fighter complete. Group 1 reporting. Habt ihr die Reichweite dafür? On target. Group 1 standing by. Hyperspace inhibitor detected. Confirmed. Cloaked fighter complete. Na, ich glaube leider nicht ganz. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen, wenn sie. Oh doch, jawoll! Angelockt durch Long-Range-Bewaffnung von meinen dicken Jungs. Und jetzt gibt's mal richtig was auf dem Dates. Wovon wir mal einen Abfangjäger. Was das Ganze so ein bisschen cinematic-mäßig. Wuhu! Ionengeräte zerplatzen, wie sich das gehört. Na, die haben aber doch noch recht viele Fighter. Ich habe aber Vario Corvette en masse. Group 1 geht so weit. Gut ist hier vorrangig. Sieht auch ein bisschen klobig aus. So wie so eine Hummel. Er fliegt da so in aller Ruhe übers Schlachtfeld drüber hinweg. Während das Trägerschiff von ihm zerlegt wird. Knallhart ignoriert einfach. Paff! Wow, dass die Raketen das doch wohl mal erwischen, ne? Das wundert mich ja tatsächlich ein bisschen. Es lässt mich in Erstaunen. Was macht ihr da? Ihr sollt auch Ressourcen sammeln, ihr Genies. Oh, nur gar nicht mehr so viel über. Seid ihr beide in Warteschlange? Cloaked Fighter complete. Nee, Quatsch. So, die Ressourcen sammeln, ihr Genies. Ja, die Fighter sind jetzt auch alle hinüber, so ziemlich, ne? Und die Korvetten mit dabei, ey, das ist aber noch ein bisschen beschiss. Ja, die Vario-Korvetten. Sind doch noch sehr gut da. Aber alles, was ich an Bombern habe,
cloaked fighter complete. Es hat sich so ein bisschen in Luft aufgelöst. Ja, mal gucken, wie die cloaked fighter ausschauen. Cloaked fighter complete. Okay, bisschen seltsam das Design, aber kann man sich, glaube ich, gut anfreunden. Muss ich hier Cloak erst aktivieren? Tarnen. Schwupp. Könnte getarnt auch angreifen? Das wäre doch interessant. Was ist das? Kamikaze! Haha, wie geil! Könnt ihr sich hier Geronimo-mäßig da einfach ins gegnerische Schiff stürzen? Ha! Das hat auf jeden Fall was. Ach ne, bewegt euch einfach dahin. Was haben wir hier vorne? Bisschen was müssen wir reparieren. Ionenfregatte, Angriffsfregatte. Team 2, fliegt mal ein bisschen los zum Reparieren. Team 3, auch mal ein bisschen hier rüber. Team 4 ist am Collecten. Hervorragend. Alles, was ich brauche, habe ich jetzt. Oder alles, was ich mir wünsche, was mein Herz begehrt. Local resources exhausted, Fleet. Moving on. Group 1 reporting. Group 2 copies. So, meine lieben Vario-Probanden. Ich mach euch zu Gruppe 5. Strike group, prepare for assault. Ach, hat er die Bomber jetzt einfach mit dazu genommen? Drei Stück noch? Ja, das ist okay. Team 5. Zerlegt das einfach mal. Cloaked fighter complete. Die Flotte schützen. Ja, wovor denn? Das ist jetzt echt so eher minimal, was mich bis jetzt so erwartet hat. Cloaked fighter complete. So, der Angriff am Anfang mit ein paar Feldgeneratoren, wo ich mir noch so einen Raketenzerstörer zugelegt habe. Und jetzt gerade das eine Trägerschiff mit ein paar kleinen Flotten dabei, mit der kleinen Flotte, das ist so, ja, semi beeindruckend, sage ich mal. Ach komm, ihr dürft auch. Group 1. Da geht der Designate. Da kommen auch die Missiles runter. Ja. Das zieht auf jeden Fall auch schon mehr. Hey. Gruppe 5. Bring doch mal wieder ein bisschen in Position. Irgendwo hier rüber. Massiv was an Ressourcen, was wir noch tatsächlich aufgabeln können. Checken wir das hier mal aus. So, meine Tarnkappen. Jäger, das ist echt faszinierend. So, wie sieht's aus mit dem Bauen? Oh, alle fertig. Alle 30 Tarnkappenjäger. In der Team 6. Plus Team 5. So. Und auch fliegt mal ein bisschen durch die Gegend hier, ne? Schaut mal, was ihr so anrichten könnt. Ich bin mal gespannt, ob sich die Ressourcen lohnt oder nicht. Schadenspotenzial ist jetzt nicht das dickste. Können wir den mal für die Information nehmen. Kugelformation, yes, die liebe ich. Finde ich tatsächlich eigentlich ziemlich geil, weil wenn man eine richtig große Armada hat und mit der Kugelformation einen Gegner einfach einkreist, dann kann man den so richtig schön bearbeiten. Nichts aufgetaucht. Ich glaube, ich brauche mal ein paar Sonden. Ziggedy und Zaggedy. Ja, bei dem Preis brauchen wir mal vier Stück. Brauchen wir mal vier Stück. Group 1 copies. So, Group 1. Auch noch nichts so zu entdecken hier, ne? Probe complete. Group 3 standing by. Group 3. Group 4. Group 4 standing by. So schnell habt ihr das alles abgeerntet, dann heizt mal hier rüber. Oi. Über 7000 Resis, da kann man locker mal mitarbeiten. Das gefällt mir. So, Affenjäger, Probe. So, Sonde. Heizen Sie ein. Einmal nach da. Dispatched. Du, einmal nach da. Deployed. Probe complete. Sehr schön, her damit, geben wir die Sonne. Mothership. Sonne. Nicht das Mothership. Die Probe. Wusch. Probe dispatched. So, letzte noch, die jage ich nach ganz da hinten zum letzten Mineralienfeld. Und dann wissen wir gleich wahrscheinlich auch mal mehr, ob sich hier jetzt noch irgendwas versteckt oder nicht. Mothership. Probe dispatched.
Probe away. Probe away. Okay, bring ruhig ein bisschen Abwechslung mit rein. Ist vollkommen in Ordnung für mich. War doch irgendwas dick im Qualm. So. Repairs initiated. Geht mal reparieren. Kann ich auch auf Auto Repair? Nee. Ich hab mich jetzt mal ein bisschen weggeschoben zum Reparieren. Group 1 reporting. Group 1 schaut gut aus. Group 6. 5. Reporting. Probe in position. Understood. Remandena. Locked in. Repairs initiated. Standing by. Copy. Repairs initiated. Reporting. Standing by. Copy. Geht auch fix mit dem Reparieren bei den kleinen Geräten. Das finde ich wohl ganz nice. Repair order confirmed. So. Nix. Absolut gar nichts. Group 6 copies. Core set. Strike group coordinates locked in. Da ist die Probe, Probe, Probe und Probe. Das finde ich jetzt aber ein bisschen enttäuschend. Aufgabenziele. Die Flotte schützen. Die Taidan-Streitkräfte. Konzentrieren ihr Feuer auf unsere bewegungsunfähigen Kampfschiffe. Setzen die Fregatten und Schlachtschiffe ein, um unsere Kampfschiffe vor dem Angriff zu schützen. Ja. Mache ich. Ich suche auch die ganze Zeit die Gegner hier. Da war jetzt gerade so diese eine, ich nenne es mal Flotte. Aber halt auch nichts wirklich Weltbewegendes so an Feinden. Sagen wir mal nicht, dass die Mission hinüber ist oder so. Da ist ja irgendwo noch so ein Cloakfield Generator. Ein paar Probes bauen, um zu gucken, ob hier noch irgendwo was versteckt ist. Ich meine, hier rum ist ja noch überall en masse Platz, um sich tatsächlich richtig zu verstecken. Wenn sie das gemacht haben, dann stehen wir direkt mal ein bisschen doof da. Roger. So, Nummer 5, ihr fliegt nach da. Wenn Enemy Contact ist, dann werde ich ja informiert. Mothership. So, die Sonde. Move. Es muss halbwegs gut aussehen. Oh, da. Mothership. Mothership, Mothership. Komm, gib mir die Probe. Yes. Nein. Mothership. So, jetzt die Sonde. Probe away. Probe complete. So, komm, zeig mir mal ein bisschen was. Ich habe jetzt echt keinen Bock, mega Scouting-Missionen zu starten. Nur weil hier vielleicht noch irgendwo. Reporting. Ein so ein Feindgerät sein könnte. Mothership. Probe complete. Dann kommt nicht mal in die Ecke. Probe dispatched. Da ist was. Eine Sonde. Ah! Standing by. Probe in position. Understood. Group 6, alle hier rüber. Group 5. Group 6 copies. Group 3, rüber. Group 2, rüber. It's confirmed. Group 2, standing by. En route. Oh yeah! Sind die tatsächlich so tief, alter Schwede, gerade so eben im Wirkungsbereich von meiner Probe. Probe away. Da jag ich doch nochmal eben ein bisschen was mehr nach unten hin. Ready. So, alles was irgendwie kann. Ihr kriegt einen Angriffs-Attack-Move. Auf das. Tatsächlich ein etwas größer. Schwerer Kreuzer. Oh. Ready. Alle zum Mothership. New heading set. Da muss ich aber fix sein. Den will ich aber gerne noch haben. Noch einen schweren Kreuzer. Den müssen wir uns ein bisschen einheimen. Oh yeah. Ionengeschützfregatte. So, was ist jetzt Phase? Meine Probe ist zerstört. Ja, baue ich mal noch eine. Annäherungsmelder baue ich auch. Das ist auf jeden Fall mal. Forschungen habe ich ja derzeit nicht. Pro Mission immer nur eine Forschung. Mit ganz viel Glück mal zwei, das finde ich ein bisschen mager. Ich bin voll im Forschungswahn gerade. Ich hätte gerne viel mehr. Da. Schwerer Kreuzer. Ionenfregatten. Proximity Sensor complete. Combat stations look sharp. Group 5 reports enemy contact. Surveillance data available. Das ist aber schon ein geiles sneaky Manöver, das muss ich euch mal lassen. Na dann, alle die können, ruft da. Und alle die können, mögen sich tarnen. Group 6. Looking engaged. Looking engaged. Sneaky Bastard. Oh, mach's gut, Forschungsschiff.
standing by. Repairs initiated. Ach, die haben es als erstes auf meine Probe abgesehen. Und jetzt auf mein Forschungsschiff. Das ist cool. Dann kann ich mit dem Forschungsschiff einfach mal ein bisschen abhauen. Mal schauen, wie schnell es ist. Ah, die Korvetten gehen als erstes rennen. Das ist ein bisschen kacke. Group 3 reporting. Cool, so Group 3. Einfach direkt auf den schweren Kreuzer. Boah, da geht aber richtig schlimm was runter. Group 1. So, wie weit seid ihr? Friendly units. Strike group reports hostile contact. Group 3 under attack. Group 2 standing by. Group 5 under attack. Group 3 ist schon under attack. Ihr müsst ein bisschen zurückziehen. Warte bis Group 1 da ist. Ich meine, es ist jetzt scheiße, dass ich meine Vario-Korvetten ein bisschen dafür aufwachen muss. Aber dafür mischen sie auf jeden Fall die Abwehrkreuzer noch ordentlich auf. Kann man direkt hinterher bauen. Assembly underway. Kost ja nix. Strike group receiving fire. Construction underway. Assembly underway. Group 1 copies. So, Group 3. Jetzt hin da zum Abwehrkreuzer. Ah, zum schweren Kreuzer meine ich. Schnappt ihn euch. Jetzt dürfte hier gleich genug Ablenkung sein. Ja, nicht auf den Dicken unbedingt, Leute. Multigun Corvette complete. Attack vector laid in. Group 1 standing by. Moving to the Dicken. Strike group under enemy attack. We got company. Vario Corvette. Strike group. Geht auf alles, nur nicht auf den ganz Dicken. Ja, ich weiß. Group 3 muss es halt einfach mal ein bisschen Gas geben. Ich will das dicke Gerät haben. Group 2 reports enemy contact. Multigun Corvette complete. Oh. Group 3 reports enemy contact. Das war das, was ich nicht sehen wollte. Ja gut, Angriffsfregatten sind schnell wieder hinterher gebaut, aber es ist trotzdem bitter. Ja, ich weiß es doch. So, du und du. Hier schnappt euch einfach den da und du und dein anderer Kumpel, ihr schnappt euch ihn da. So, macht einen auf absolut mega passiv. Oh, na gut, die Drohnenfregatte ist jetzt nicht so der schlimmste Verlust, muss ich sagen. So, gecaptured. Sauber. Und wie die Tarnkappenjäger da einfach mal drauf gehen, Alter, Respekt. So, alle auf friedlich. Move, dahin. So, Vario-Korvetten, wie geht's mit Group 3? Ey, die sind auch komplett... Wie geil ist das denn? Das ist ja hervorragend. Jetzt ist die große Frage aller Fragen. Hat er hier irgendwo noch... auch noch mehr so unterhalb, irgendwo so unterhalb vom Radar, irgendwo was? Das wäre dann jetzt echt, ein bisschen schlecht. So, ihr hier, da, kaputtes Schiff. Ich kann nicht unbedingt ehren. Wie viel sind insgesamt? 681. Leer. Ihr geht gerade sowieso ein bisschen in eine Richtung, die nicht so ergiebig ausschaut. Kicken wir mal. Hier, die letzten beiden, die gerade noch gecaptured werden. Vielleicht ist es auch dann schon. Oh, ich dachte schon, da taucht ein schwerer Kreuzer auf. Das ist ja der, den ich jetzt einnehme. So, Fregatten. Verklickt. So, Angriffsfregatte gegen Korvetten und Fregatten. Ich nehme einfach mal 5 Stück davon mit und ich baue nochmal 5 Ionengeschütze. Muss ja irgendwie gut vorbereitet sein. Aber die Tarnkappenjäger. Enemy Frigate captured. Group 2 reporting. Repairs initiated. Roger. Ihr repariert bitte alle unterschiedliche Ziele. Da sind ein paar Vario-Korvetten, die gerade ein bisschen Hilfe oder Zuwendung benötigen, sag ich mal. Repair order confirmed. Na, schnapp ihr die Multistrahlfregatte. Das ist auch mitunter eine der coolsten Errungenschaften, die ich hier gemacht habe. Understood. Repair Multistrahlfregatten. Group 1 copies. Acknowledged. Ready. Sonst seht ihr alle auch sehr gut aus. Hervorragend. Wupp, mal rüber. So, bist du der Letzte? Ja, neue Ionengeschütze, nice. So, gehen wir mal. Nicht abgedeckte Räumlichkeiten. Ich gehe einfach mal so ein bisschen hier in die Tiefe. Jo, das war gut so. So, move einfach mal ein bisschen nach dort. Multigun Corvette complete.
probe away. Ein neues Forschungsschiff muss ich hier noch bauen. Ah, gut, dass mir das jetzt noch in den Kopf kam. Genug Sorten sind hier unterwegs. Ich glaube, die Sonne spare ich mir mal. Ich kann auch keine weiteren mehr bauen. Forschungsschiff nach oben. Da tut sich nochmal was auf. Attention to Shan Mothership. This is Captain Nelson of the Tidan Elite Guard Destroyer Capella. We wish to defect and need assistance. In return, we are prepared to help you. Please respond. Okay, angebliche Überläufer. But the Capella is clearly damaged. Engage the pursuing fleet and draw it away from the defecting ship. Was haben wir denn? Begleitfregatten, Ionenfregatten, Angriffsfregatten. Oh, Team 2, könnt ihr das reparieren? Zerstörer, ich... Oh, Zerstörer nehmen wir auch gerne noch mit. Wenn er sich uns anschließen möchte. Wenn er es denn wirklich will. Das haben wir bekommen. Surveillance data available. Multigun Corvette complete. Confirmed. Probe in position. Copy. Locked on target. Research ship complete. Moving to intercept. Mal Research ship, jawohl, das ist fertig, das ist sehr zart. So, meine Repair-Kollegen sind gleich da. Sie kümmern sich um dich, Minion. Sei hier so das Unnötigste. Warum schießen die als erstes auf die Begleitfregatte? Die müssen mehr das Gefährliche. Ich sag doch, das Gefährliche abschießen. Die lassen mit ihren dicken Geschützen meine Fregatten platzen. Meine Korvetten, meine ich. Die Multistrahlfregatten, die halten sich aber ewig auch noch zu stark zurück, ne? Die hängen ja immer noch so bei den Capital Ships ab und feiern nicht sonderlich häufig. So, jetzt geht ihr mal eben alle in eine Formation. Vielleicht einfach ein Guard-Befehl, passt auf den Zerstörer auf. Wenn du dich jetzt von meiner Haustür in die Luft jagst oder so, dann kriegst du aber einen richtigen Roundhouse-Kick quer durch den Hintern, Alter. Multigun Corvette complete. Oh, schon eine beachtliche Begleitflotte für einen einzelnen Kreuzer. Schick. Zip. So, Group 4. Ihr habt hier schon wieder alles abgeerntet, oder was? Entweder sind das wirklich sehr kleine Ressourcenfelder, oder ihr seid unfassbar schnell. Multigun Corvette complete. Einen sind auch nur 2-1. Locked in. Group 1 reporting. Reporting. So. Also meine Capital Ships, das ist auf jeden Fall ordentlich. Was ich da so habe, muss ich mir selbst mal ein Lob aussprechen. Ach, Banshee, grüß dich. Ach, uns geht natürlich wieder nicht. Schade. Aber trotzdem ein Hi. Moment, ich chatte ihm mal jemand entgegen. Trotzdem ein Hi. Zack, ich hasse es auf Handy-Tastatur, das zu machen. The defecting captain has been brought aboard. Engage hyperspace. Assault for Hast du jetzt einfach direkt weg? Na gut. Ich kann nämlich leider hier nicht aus dem Spiel raus tappen, ohne dass es hier ein bisschen blöd abläuft oder so was. Beziehungsweise ohne dass es ein Blackscreen gibt. Ist auch geil, die behalten die Kugelformation bei. Das ist beautiful. So, okay, Hypersprung, wir haben eigentlich alles erledigt. Lass mich mal eben... Research gibt's ja nichts mehr am Bauen. Na komm, sparen wir uns das mal. Wir gehen direkt zur nächsten Mission über. Gucken. Vielleicht hat er ein paar geile Infos für uns. At ease.